Ramsau 2016. Die rasenden Reporter. Rasender Reporter. Al-Alam ist sehr. Uriya Dachsabaran. Reporter ist spät. Ich habe mein Mikrofon mit. Meine Fragen sind auch alle vorbereitet. Ich bin Aydin, euer rasender Reporter. Und jetzt gehe ich mal zum ersten Workshop. Hallo, ich bin jetzt beim Workshop Barrierefrei. Wer bist du? Manuel Kettele, mein Name. Wieso hast du dir diesen Workshop ausgesucht? Weil es mich eben auch interessiert und weil ich mich auch dafür einsetzen will, wie dann eben Menschen, die jetzt zum Beispiel Behinderungen haben, dass wir das eben versuchen, in Ramsau eben umzusetzen, dass es dann barrierefreier wird. Cool, danke. Jetzt muss ich schnell weiter. Und hier ist alles bunt und groß und es riecht nach Farben. Hey, was macht ihr da? Also, wir haben mal ein Graffiti. Wir lernen halt besser, wie man die Buchstaben macht oder die Zeichnungen. Und was wird's, wenn es fertig ist? Also, es soll Rewe darstellen. Das wird dann groß auf die Leinwand oder eben auf die Wand gesprüht. Neben das große Rewe Group Logo soll es darstellen in Graffiti. Super, wir freuen uns jetzt schon. Muss aber schnell weiter. Wow, da ist aber laut. Und wie cool. Wer bist du? Hallo, ich heiße Julia. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Gunskirchen. Was macht ihr da? Also wir machen so Hip-Hop-mäßig. Eine schnelle Musik ist das. Wir haben zwei verschiedene Lieder. Es wird einmal zwei Gruppen geben, die was gemeinsam zusammentreffen. Es ist ein bisschen schwer, aber mit der Zeit lernt man das, weil wir machen das alles Schritt für Schritt. Von klar auf. Also es wird immer schneller, schneller, schneller und dann geht es schon. Was ist besonders schwierig beim Tanzen? Ja, weil die Hände und Füße müssen gleichzeitig dabei sein und auch der Körper, also der darf nicht steif sein, sondern der muss mitbewegen und da gibt es halt auch Stöde, was richtig schnell ist und das ist halt etwas schwieriger. Puh, viel zu schnell für mich. Mit Tanzen ist nichts. Ich muss dann mal weg. Ramsau 2016. Die rasenden Reporter.